Die Hoden befinden sich während der embryonalen Entwicklung, das heißt, das Tier entwickelt sich im Mutterleib, noch im peritonealen Teil der Bauchhöhle. Bei vielen Tieren ist zum Zeitpunkt der Geburt ein Hodenabstieg noch nicht vollzogen worden. Das heißt, dass die Hoden sich nach außen in den Hodensack einstülpen. Sie stülpen sich mit etwas Bauchfell und der inneren Rumpffaszie in den Hodensack, welcher aus äußerer Haut besteht. Beim Pferd findet dieser Hodenabstieg bereits während der Geburt statt. Beim Hund dauert der Abstieg des Hodens ca. 6 bis 8 Wochen. Hier gibt es deutliche Rasseunterschiede. Nach 6 Monaten ist der Leistenkanal, durch den der Hodenabstieg aus der Bauchhöhle in den Hodensack stattgefunden hat, verschlossen. Ist der Hoden bis dahin noch nicht durch den Leistenkanal durchgetreten, kommt es zu einem sogenannten Kryptorchismus. Das heißt, die Hoden bleiben entweder abdominal, das heißt im Bauchraum, das ist dann ein abdominaler Kryptorchismus, oder im Leistenspalt, das ist ein inguinaler Kryptorchismus. Bei der Katze sind die Hoden in der Regel zum Zeitpunkt der Geburt schon im Hodensack ausgelagert. Nur hier sind die Hoden so klein, dass sie in der Regel nicht richtig zu palpieren sind und sie lassen sich auch während der Palpation immer leicht durch den Leistenkanal wieder zurückverschieben in die Bauchhöhle.